richtig rausschneiden werde. So, warte aber schon. Es hat nicht viel gebracht, aber meine Nase läuft jetzt nicht mehr. Trotzdem ist sie noch voll. Das wollen wir hören, Julia. So, da würde ich sagen, gehen wir hier rechts in die, weil die am nächsten ist. Ja, das sieht sehr danach aus, dass es alles in die gleichen Ebenen reinführt. Und das ist quasi wie ein Labyrinth. Ach, ich wollte die Pokémon wechseln. Mann. Werde ich jetzt direkt machen. Damit wir dann wieder alle irgendwie auf dem gleichen Level haben. So. Dave ist der Schwächste. Dann kommt Dave nach oben. Lars ist... Quatsch. Lars ist der Stärkste. Also kommt er nach ganz unten. Dann kommt Dennis. Könnte ich mit Alex tauschen und dann müsste wieder passen, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt bin ich zufrieden. Nee, geh mal. Ja, okay. Ah, Mensch. Oh, ein... Ich hab's mir noch nicht angesehen. Ah, ein Paras, okay. Ich musste es... Ich bin nicht drauf gekommen. Das ist so ein Pilzkrabbenvieh. Will ich eigentlich ganz gerne fangen. Ich weiß gar nicht, was davon die Entwicklungsformen sind. Ah, soll ich es nochmal angreifen? Ich habe Angst, dass es stirbt. Ich versuche es jetzt einfach mal zu fangen. Los! Please! Please! Nein, das war kurz davor. Der Pokéball hat sich schon verfärbt, habt ihr das gesehen? Ah! Oh. Ich greife es jetzt nochmal an und wenn es hinüber ist, dann ist es hinüber. Na. Finden hier aber bestimmt noch eins. Wo sind wir hier? Ein Kleinstein. Okay, das können wir kaputt machen. Oh. Das ist nicht so gut. Oh. Wir wechseln mal. Kriegt der Dave wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, das war eigentlich auch doof, was ich jetzt gemacht habe. Aber vielleicht kriegen wir es mit Ruckzuck kaputt. Weil drei Level Unterschied sind. Nö. Dann kommt Smetbo dran. Der kann dann... Der, die, das... Kann dann Konfusion machen. Und dann wäre das Thema auch gegessen. Na, fast. Ach du mit deinem einen Igler da. Das ist genauso wie Härtner-Fickerei. Dankeschön. So, wo sind wir denn hier? Oh! Ey, das liegt auf so einer Anhöhe, ne? Das muss irgendein geiles Item sein. Was haben wir denn hier? KP Plus. Ist das nur für eine kurze Zeit, dass die KP erhöht wird oder dauernd? Nochmal. Oh, wer bist du denn da oben? Der gefällt mir nicht. Der ist ganz schwarz gekleidet. Das ist bestimmt jemand von Team Rocket oder so. Rüpel. War das Team Rüpel oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Oder warst du einfach nur Rüpel? Item. KP Plus. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was KP Plus ist. So, was mit dir denn hier? Willst du kämpfen? Ja, wir kämpfen. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Das ist doch Team Rocket, aber die haben sich
umbenannt in Rüpel, heißen die, glaube ich. Also die haben sich nicht umbenannt, sondern die heißen halt... Später heißen die einfach Rüpel, glaube ich. Ein Sandan. Genau, Dave. Du greifst jetzt mal an mit deinen 5 KP. Smetbo, würde ich sagen, weil... Ich weiß nicht, Sandan, ob das Boden ist oder so. Geht aber schon in Richtung, Kleinstein. Und da ist mit Dennis, glaube ich, nicht so gut. Nicht so gut. Alle 3, ne? Dave erreicht Level 12. Sehr geil. Smetbo erreicht Level 16. Erlernst du vielleicht noch eine Attacke? Nee. Eine Radfratz. Nö. Warte, warum? Ach, bestimmt noch von... Ach, was denn los, Smetbo? Bist du dumm oder was? So, Radfratz ist jetzt auch hinüber. So, was hast du noch? Ein Rettern oder sowas bestimmt, ne? Nee, ein Zubat. Nein. Hatte ich mal ein Zubat oder was war das? Ich hatte mal irgendwas von Mc's oder Burger King, so ein kleines Pokémon aus Stoff. Ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall irgend so ein Vieh, so ein Zubat oder das andere Ding, was es da gibt. Okay. Vielleicht können wir jetzt ja noch mal ein paar Paras sammeln. Sammeln vor allem. Und jetzt wissen wir auch, dass das hier der falsche Eingang war. Aber wir haben immerhin ein KP Plus bekommen. Ich mach Flo. Ich habe jetzt keinen Bock noch das Pokémon zu tauschen. Ein Kleinstein. Ich mache jetzt trotzdem nochmal Flucht. Auch wenn ihr das vielleicht nicht gerne seht. Aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. So. Ich wechsle auch gerade einfach mal mit Dennis. So. Da oben lang. Genau. Oder erstmal nach links. Ich meine, nach links wäre auch noch eine Treppe gewesen, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Pika! Donnerschock. Ist das gut? Ja. Gehen wir erstmal hier nach links und gucken, ob da noch ein Treppchen nach unten ist. Oder eine Leiter. Da wäre aber sonst nichts mehr gewesen. So. Pikachu, du kannst jetzt nochmal prahlen mit deinem Donnerschock. Sehr schön. Kriegst man nur 69 EP dafür? Du bist eigentlich gar nichts, ne? Vor allem nimmst du keinen Schaden. So. Dann wäre das hier jetzt auch schon erledigt. Level 6. Also sobald ein Kleinstein kommt, ist halt Dennis am Arsch, ne? Oh, hier kommen so viele Kämpfe in der Kackhöhle, ne? Komm, jetzt... Zerreiß es, nimm es auseinander. Leider immer noch kein Level Up. Ich bin mir jetzt so unsicher, ob wir erst die hier nehmen sollen oder erst hinten die. Weil normalerweise, wenn es nach Videospiel-Logik ginge, wäre jetzt die kommende die richtige. Ich weiß es nicht.
Dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Arena Fliegen bekommen. Aber ich glaube nicht. Ach, yo, hast dich vor Verwirrung selbst verletzt. Natürlich. Ach. Ja, nochmal, genau. Du weißt doch, dass es wehtut. Denn es ist nicht mehr verwirrt. Nein. So. Dann gehen wir trotzdem erstmal in die hier. Ich hoffe mal, wir kriegen noch ein Paras. Okay. Ach, guten Tag. Ich will mir erst das Item hier holen. Och, Leute. Kleinstein. Nee, das kriegst du nicht hin, Dennis. So. TM01. Was ist denn TM01? Kann man das lesen? Mega-Hieb. Das hört sich ja auch sehr interessant an. Und da kommt meine Oma. Nein. So. Okay, die Musik ist bei Gold besser. Die hat mehr Flow irgendwie. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Ja, ich habe auch ein dickes Ding. Ach, du mit deiner Peitsche da. Ein Zubat. Sehr schön. Das mache ich direkt platt. Mit meinem Donnerschurk. Zack. Ich glaube, beim nächsten Pokémon kriegt Dennis ein Level ab. Habe ich so das Gefühl. Rettern ist bestimmt auch gegen Donnerschock anfällig. Ah, geht. Oh ne, Wickel. Das geht, glaube ich, über mehrere Runden, oder? Ja. Ruckzuckhieb vielleicht. Na, ah, ich weiß nicht, ob Dennis das überlebt. Oh, Leute. Oh, nochmal. Jetzt ist hinüber. Ja, ist gut. Nehmen wir was mit, Bo. Gut, dass ich zuerst angreifen darf. Hat er noch ein Pokémon? Nee, der, ich meine, der hätte nur zwei gehabt, ne? Ja. Du bist eine harte Nuss, Kleiner. Okay, was haben wir denn hier noch? Was ist das denn hier? Okay, da war das andere doch der richtige. Was ist das hier? Julio findet Äther! Geil! Ich habe mich schon gewundert, warum ist da so ein Stein? Macht überhaupt keinen Sinn, dass da so ein Stein rumliegt. Habe ich einen Äther gefunden. Nur weil ich den Stein angeklickt habe. Ah, ein Paras. So, Paras, du gehörst mir. Aber nicht mit dem Dave. Sondern mit... Da bist du Level 11. Ich versuche das jetzt mit Dave. Läuft das? Nee, das läuft nicht. Ja. Now the problem is. Warte mal, ich hab doch Schlafpuder, ne? Smetbo. Aber jetzt nicht kaputt machen, ne? Ah, Schlafpuder. So. Vielleicht bringt das ja was, dass wir das jetzt einfach so fangen können. Pokéball. Nur drei Stück. Los! Nein! Ich kann es auch nicht angreifen, weil es dann kaputt geht. Oder? Ich mach mal Tackle. Nicht aufwachen. Direkt wieder pennen. So. Greife ich die jetzt nochmal mit Tackle an. So, schläft fest. Das ist schön.
Und jetzt nochmal. Pokéball. Los!